Carapestem Tineto, Salus Hic Maneto. Herzlich willkommen zu John Sinclair Night Talk, dem YouTube-Kanal über unseren liebsten Geisterjäger. Mein Name ist Hannes Bender und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann eine kleine Bitte direkt am Anfang. Abonniert einfach diesen Kanal, dann bekommt ihr immer die neuesten Folgen und verbreitet die frohe Nachricht in den sozialen Netzwerken. Dieses Mal ist es eine ganz besondere Folge, eine ganz besondere Episode. Ich habe heute keinen Gast. Ich bin alleine. Es ist eine Folge, die könnte man auch nennen, Hannes Bender packt aus. Eine ganz besondere Edition erscheint heute am 30.10., wenn dieses Video zum ersten Mal läuft bei YouTube. Denn vor 20 Jahren, wir feiern ein Jubiläum, vor 20 Jahren ist die John Sinclair Hörspielserie erschienen mit dem ersten Hörspiel im Nachtclub der Vampire am 30.10. des Jahres 2000. Damals war noch ein Aufdruck drauf, Edition 2000. Und seit 20 Jahren gibt es John Sinclair als Kino-Hörspiel, als Kino im Kopf. Und das feiern wir mit einer ganz besonderen Edition, und zwar mit der Blutorgel. Die Blutorgel jetzt als super Sonderedition. Jetzt kommt mir vor wie in so einem Verkaufskanal, aber ich freue mich so, dass es sie gibt. Oliver Döring hat damals die Hörspielserie begonnen. Mittlerweile ist sie übernommen worden von Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach. Und sie haben etwas ganz, ganz Besonderes gemacht. Bevor ich zum Unboxing komme, also zum Auspacken, ich habe die Folge gehört. Ihr könnt auf diesem YouTube-Kanal auch einen Ausschnitt hören. Es ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, denn sie klingt nicht so wie die normalen John Sinclair Hörspiele. Sie klingt auch nicht so wie die Special Editions. Ja, bei den Special Editions klingt es ja auch ein bisschen anders, aber das ist wirklich ein, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber die Folge heißt Die Blutorgel. Und Sinclair-Fans können sich schon ungefähr denken, was da passiert. Die Musik ist nicht die cineastische Musik, die wir von den John Sinclair-Hörspielen gewohnt sind, sondern es ist wirklich ein Crossover, es ist ein Hybrid, eine wunderbare Gratwanderung zwischen alt und neu. Und das ist unheimlich toll gelungen. Ich habe wirklich ein bisschen auch Tränen in den Augen gehabt, als ich das gehört habe, weil ich natürlich ein Sinclair-Fan nicht der ersten Stunde bin, aber ich bin ja auch ein bisschen älter, als ich aussehe. Ich habe ja damals Anfang der 80er John Sinclair schon gelesen und später dann auch gehört. Und hört einfach in die Hörprobe rein, dann werdet ihr wissen, um was es geht. Es ist eine ganz, ganz tolle Folge zum 20-jährigen Jubiläum. So, und jetzt kommen wir zum Unboxing. Diese Box ist limitiert auf 1000, richtig? Ja, auf 1000 Exemplare. Es gibt sie aber auch als normale Edition und nicht nur in dieser Box, sondern auch ganz normale. Und das Tolle ist, hier direkt der Anfang, hier, also hier, das Bild, ja. Das Originalbild von Vincente B. Ballesta, der unglaublich viele John Sinclair Titelbilder gemalt hat. Und das ist im Original ganz in Farbe, aber da es ja sich um die Special Edition handelt, um die SE, wie wir ja auch nennen, ist es in diesem wunderbaren John Sinclair Gelb gehalten. Das ist also schon mal ein optischer Leckerbissen für alle. Und jetzt kommt das ganze Ding in dieser Box hier an und ich fange jetzt mal an, die auszupacken. Soll ich? Ja? Ja, ist denn schon Weihnachten? Ich fange schon mal an hier oben. Man braucht natürlich Fingernägel, um das aufzumachen, aber das geht wunderbar. Das Zellophan so. Das ist alles noch sehr jungfräulich. So, jetzt packe ich das mal aus. Das ist auch wirklich für mich das erste Mal, dass ich die Box in den Händen habe und auspacke. So, schauen wir mal, was drin ist. Ja, das fühlt sich schon mal sehr gut an. Ah, es klappt auf. So, was ist drin? Die Sonderedition. Wunderbar in einem Pappschuber. Hier wunderbar so erhaben John Sinclair, so ausgestanzt. Also nicht ausgestanzt, also man fühlt drüber und das hat eine sehr, sehr schöne Haptik. So, das ganze Ding ist 100 Minuten lang. So, und jetzt kommen wir zum Unboxing. Da sind noch mal hier das Booklet. Ah, ja, das Booklet. Nimmt man übrigens immer so raus am besten. Da sind noch mal ganz, ganz winzig klein die Cover alle drauf. Und ein ganz besonderes Booklet ist es nicht. Es ist ganz offiziell. Es ist ein persönliches, spezielles Grußwort an euch von Jason Dark und auch noch mal von Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach. Und nochmal alle Folgen und das Ganze hier, die Sprecher, wie wir das gewohnt sind von John Sinclair. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal, wie man das richtig schön reinmacht, ohne dass es einknickt, nämlich so. Hier kann man aufklappen und hier geht es weiter. Wunderbar. Man braucht eine Lupe, ne? Oder Gleitsicht. Das geht aber wunderbar. Dann ist etwas ganz Tolles drin. Bei Facebook haben wir euch gefragt nach euren Lieblingsszenen, über die gruseligsten Szenen. Was sind eure Lieblingsgruselszenen der letzten 20 Jahre? Und da sind 15 Szenen
auf dieser Sonderedition, die es nur in dieser Box gibt. Da sind Sachen dabei, vom Anfang natürlich, blutiger Halloween, die Horrorreiter, die Teufelsuhr, Zombies auf dem Roten Platz. Das ist quasi ein Best-of gruseligste Szenen von John Sinclair, auch mit einer wunderbaren Zeichnung hier. Da hat natürlich auch der wunderbare Timo Würz auch mitgewirkt. Es gibt nicht nur die Blutorgel, es gibt auch den Blutkuchen, eine wunderbare Glasur. Die ist nur in dieser Box drin. So, dann das Poster mit allen Covern der letzten 20 Jahre, mit allen CD-Covern. Und wenn ihr genau hinseht, da haben die Grafiker was ganz Schönes gemacht. Wer es ganz genau sieht hier, die Special Edition bildet ein J. Und hier auf der anderen Seite die weitere, die Classics bilden ein S. JS. Was könnte das wohl sein? Und auf der Rückseite ein wunderbares, exklusives Porträt von Timo Würz, von unserem Meister persönlich, Jason Dark. Und genau so sieht er aus. Und jetzt kommen wir zu den, ich sag mal, zu den Gimmicks, die es nur in dieser Box gibt. Ich leg das mal zur Seite. Da haben wir, ich fange erstmal hiermit an, dann haben wir hier zwei Kerzen. Ja, zwei Kerzen, zwei John Sinclair Kerzen. Ein Feuergruß vom Teufel. Das ist die Kerze. Ich glaube, das ist Glas. Ist es, glaube ich? Es ist Glas. Das heißt, wenn die Kerze ausgebrannt ist, könnt ihr dieses Glas benutzen. Ihr könnt da Getränke reinfüllen oder nochmal eine Kerze oder, weiß ich nicht, Kleingeld. Also das bietet sich an für so stark alkoholhaltige, kurze, für so, wie nennt man das, Shots, glaube ich. Ne? Das ist so ein richtig schönes Gläschen. Wunderbar, das ist das erste, ein Feuergruß vom Teufel. Und das zweite Glas packe ich auch aus. Moment, natürlich packe ich es aus. Es ist ja schließlich ein Unboxing. Da steht einfach John Sinclair drauf in dieser wunderbaren Schwarz. Auf Gelb, nee, Gelb auf Schwarz ist es. Wunderbar, John Sinclair, auch absolut klassisch. So, jetzt kommen wir, und die ganze Zeit kommt es schon. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, ich präsentiere das John Sinclair Duftkreuz. Was für ein geiler Scheiß, guckt euch das an. Es ist eingepackt, aber es riecht schon, es duftet schon. Es ist also das Kreuz, was wir kennen, das berühmte Kreuz, was John Sinclair meistens immer unter seiner Jacke hat, ne? Das quasi als, und es ist eingeschweißt, aber es riecht durch. Ich mache es einfach mal auf. Es riecht jetzt nicht nach Verwesung, ja, und auch nicht nach Ghoul, was ihr jetzt euch vielleicht, ne, was vielleicht auch ganz lustig gewesen wäre, aber nur für ein paar Sekunden. Ich reiß das mal auf. Ja, es riecht jetzt noch sehr intensiv, aber wie das mit so Duftkreuzen ist, das hört ja auch irgendwann mal auf. Ja, kann man machen. Ist nicht so unangenehm, weil so Duftbäume und so, die haben ja manchmal so das Problem, dass sie doch sehr, sehr intensiv riechen. Und das riecht okay. Das riecht wirklich gut. Und das hört ja auch irgendwann mal auf zu riechen. Das kann man wunderbar an den Außenspiegel hängen. Nee, an den Innenspiegel. Nicht an den Außenspiegel. Um Gottes Willen. Nicht an den Außenspiegel hängen. Nicht das tun, was der kleine, dicke Mann sagt. Achten Sie nicht auf den kleinen, dicken Mann. Hier, das kann man wunderbar an den Innenspiegel natürlich auch hängen oder sonst wohin. Das ist ja stabile Pappe. Und das ist das John Sinclair Duftkreuz. Und das gibt es nur hier in dieser Box. Hier, die Blutorgel. Eine wunderbare Edition zum 20-jährigen Hörspieljubiläum von John Sinclair 2020. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr sie bekommt, wenn ihr da irgendwie die Finger dran kriegt. Wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich lege nochmal alle Gimmicks hier nochmal hin. Guck mal, das ist toll. Hier ist das große Kreuz und hier ist das kleine Kreuz. Hier, guck mal hier. Hallo, na? Wie riechst du denn? Ich bin ein Duftkreuz. Haha, da gehe ich mal weg. Ja, kann man also super Sachen mitmachen, wenn man das will. Großartige Sache. Nochmal ein Kompliment an die Macher dieser wunderbaren Box. 20 Jahre, die gruseligsten Hörspielszenen und die Sonderedition, die Blutorgel. Ein absoluter Klassiker im Kanon von John Sinclair. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Unboxing. Und denkt dran, diesen Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche euch, wie immer, angenehmes Gruseln allerseits.